Hallo im Küchengarten. Es ist soweit. Der Gartenrundgang August steht an. Eigentlich nehme ich mir das schon richtig lang vor, aber es war schon wieder so heiß, über 30 Grad, dass ich mich teilweise überhaupt nicht nach draußen gewagt habe, nur das Nötigste gemacht und natürlich gegossen. Und sonst habe ich mich in meinem Büro versteckt, das unten im Keller liegt. Und dort ist es immer herrlich kühl. Und ich versuche dann immer rechtzeitig in der Früh, wenn es noch nicht ganz so heiß ist, meine Arbeiten hier im Garten zu erledigen. Seht euch mal hier mein Tomatenparadies an. Ich habe ja an verschiedensten Stellen bei mir im Küchengarten Tomaten gepflanzt, unterschiedliche Sorten. Und das total Spannende daran ist, dass an den unterschiedlichen Standorten auch eine unterschiedliche Entwicklung der Tomaten zu sehen ist, auch wenn es dieselben Sorten sind. Das hängt natürlich mit Sonneneinstrahlung, Bodenbeschaffenheit und auch Feuchtigkeitshaushalt der Erde dort zusammen. Hier in diesem Bereich, direkt vor meinem Küchengarten, also hier hinten seht ihr ja im Hintergrund mein Gewächshaus, kommen die Tomaten richtig gut. Hier habe ich zum Beispiel eine meiner, oder in diesem Jahr mein absoluten Favorit, die Indigo Cherry Drops. Jetzt seht ihr zum Beispiel, dass sie hier so eingerollte Blätter hat. Das ist überhaupt nicht schlimm. Das heißt nur, dass momentan, weil es sehr heiß ist, nicht genug Feuchtigkeit aufgenommen wird. Dadurch ringeln sich die Blätter ein, damit die Oberfläche kleiner ist, damit das Wasser nicht zu stark verdunstet. Ich beobachte das Ganze und wenn am Abend, wenn es wieder kälter wird, die Blätter wieder normal frisch und straff sind, dann gieße ich auch noch nicht zusätzlich. Wenn es aber trotzdem noch so bleibt, dann würde ich gießen. Fast unsichtbar hier auf der Tomate Mondsteingrün ist diese kleine Heuschrecke. Wie erkenne ich, ob eine grüne Tomate reif ist? Hier sieht man es sehr gut, den Unterschied. Links ist die reife Tomate, da sind die hellgrüneren Stellen leicht gelblich geworden und rechts ist noch die unreife, da sind die hellgrünen Stellen auch noch wirklich hellgrün. Und auch hier habe ich nochmal Tomaten, die auch sehr gut kommen. Ich habe ja alle eintriebig gezogen, deswegen habe ich hier so lange Stäbe, so lange Stecken in den Boden gesteckt, damit die auch noch weiter in die Höhe wachsen können, weil dann ist das eigentlich endlos. Im nächsten Jahr werde ich nach dem Tipp vom Tomatenflüsterer und Heiko und auch Flo propagiert diesen Trick, die Tomaten alle mehrtriebig ziehen. Wirklich ganz toll, ergiebig und gesund ist hier auch diese Sorte Opasüße Dattel von Anja aus Anjas Gartenreich. Sehr gesund. Massenträger. Der Geschmack ist jetzt nicht so berauschend wie manch andere Sorte, aber immer noch viel besser als die Supermarkttomaten. Auch hier im Gewächshaus habe ich Tomaten stehen. Da natürlich die großen, wunderbaren Fleischtomaten, meine Lieblingsfleischtomatensorte, die Anna-Wine. Das war ja der Star von letztjähriger Tomatenverkostung im Rigottiland. Das Video verlinke ich euch oben in der Ecke. Ich habe hier im Gewächshaus nur drei Pflanzen stehen, aber es ist fast zu viel. Die wachsen natürlich hier nach oben und hier ist ein wahrer Dschungel, aber sie liefert auch und die Früchte sind geschmacklich ein absoluter Traum. Und hier im Gewächshaus habe ich natürlich keine Probleme, dass sie mir aufplatzen, weil da drinnen der Feuchtigkeitshaushalt des Bodens natürlich größtenteils gleich ist. Auch hier vor meinem Haus, in diesem großen Hochbeetkasten, habe ich Tomaten. Die wachsen wirklich sehr gesund. Kein Anzeichen von der Braun- und Krautfäule, weil sie natürlich hier unter dem Vordach sind. Was hier allerdings das Problem war, sie tragen weniger, als ich mir eigentlich erhofft habe. Und da hat mich der Gartengießi auf eine ganz gute Idee gebracht oder mich auf ein Fehlverhalten meinerseits hingewiesen. Anscheinend habe ich hier in diesem Hochbeetkasten es zu gut gemeint mit den Nährstoffen. Ich habe natürlich im Herbst ordentlich Pferdemist reingepackt, noch Kompost obendrauf und dann sogar regelmäßig auch noch mit Tomatendünger gedüngt. Ich wusste gar nicht, dass man Tomaten sogar überdüngen kann, also wirklich ein Fehler meinerseits. Dadurch sind die natürlich, was ja eigentlich logisch ist, haben
wahnsinnig viel Grün produziert, wenig Blüten und man sieht hier auch teilweise, dass die Blüten braun geworden sind und abgestorben sind. Und das ist alles ein Zeichen von Überdüngung. Ein bisschen Ernte gibt es ja Gott sei Dank doch noch. Ich weiß fürs nächste Jahr Bescheid. Und ich habe auch noch eine Schnellmaßnahme ergriffen. Ich habe hier diesen Kasten ordentlich gegossen und geschwemmt, dass unten die ganzen Nährstoffe, die zu viel waren, ausgeschwemmt wurden. Zum Beispiel an dieser Pflanze hier ganz außen hat das noch was gebracht, weil bis vor ein paar Wochen hatte die noch überhaupt keine einzige Frucht. Und was haben wir denn da überhaupt? Das ist Rigottis Ananastomate. Da freue ich mich schon richtig drauf, wenn sie reif ist und ich sie verkosten kann. Hier habe ich jetzt eine herrliche Auswahl an verschiedensten Tomaten abgesammelt und jetzt kommt noch eine große Handvoll Basilikum dazu. Den habe ich in verschiedensten Ausführungen hier im Garten über normalen Basilikum Genovese, Zitronenbasilikum, Thai-Basilikum, Salbei-Basilikum, Kümmelbasilikum, also da gibt es ja etliche Geschmacksrichtungen, das finde ich total faszinierend. Da sammle ich mir jetzt eine Handvoll zusammen. Die kommt dann mit den Tomaten auf den Teller, denn heute zum Mittag gibt es für meine Jungmannschaft Caprese, also Tomaten-Mozzarella-Salat. Das ist immer ein riesiges Highlight mit diesen tollen Tomaten aus dem Garten und dem frischen Grün. Nicht so zufrieden bin ich in diesem Jahr mit der Eva Sweet White. Ich glaube, aufgrund der schlechten Bedingungen ist sie erstens ziemlich lang und stabig gewachsen, plus die Früchte platzen sehr schnell auf. Man sieht das hier, der Ertrag ist auch nicht besonders gut. Letztes Jahr war das ja der absolute Favorit in unserem Tomatenparadies und dieses Jahr leider nein. Meine absolute Sortenempfehlung ist die Brombeere Loch Ness. Eine traumhafte Züchtung für den Kleingarten. Reichtragend, stachellos, sie wuchert nicht. Und ihr seht, ich gehe hier in die Höhe über den Weg in meinem Küchengarten. Ich schneide im Herbst immer die Stängel zurück, die Triebe, die in diesem Jahr getragen haben. Und die neuen Triebe, die jetzt schon zu sehen sind, werden dann im nächsten Jahr reich tragen. Ich lasse immer nur 4 bis 5 Stängel stehen, kappe sie dann in der Länge, weil die Seitentriebe der Brombeere sind jene, wo dann die Früchte wachsen. Das ist das Geheimnis. Und ein weiterer Geheimtipp ist, immer im Herbst oder im ganzzeitigen Frühjahr 2 bis 3 Schaufeln Pferdemist direkt auf die Füße der Brombeere obendrauf. Das gibt dir die Nährstoffe und die Power für wohlschmeckende, reichhaltige Früchte. Machen wir noch schnell einen kleinen Rundumblick durch meinen Küchengarten, bei dem ich euch die Highlights erzähle und die nicht so großen Highlights. Hier ist ja das Gewächshaus mit meinen Tomaten. Hier daneben habe ich einen Säulenapfelbaum, schon seit 9 Jahren stehen, der noch nie einen einzigen Apfel getragen hat, aber er wächst so schön gerade und gefällt mir einfach optisch sehr gut. Und die Äste schneide ich regelmäßig als Kleintierfutter für unsere chilenischen Degus ab. Hier im Hintergrund seht ihr ja die Brombeere und davor den herrlichen Lavendel. Rechts daneben ist die Kletterzucchini, von der ich richtig angetan bin, denn sie bildet reichlich diese länglichen Früchte, sehr schmackhaft und zart. Werde ich nächstes Jahr vermehrt anbauen. Hier unten habe ich noch rote Beete stehen, noch einen Herbstanbau von Fenchel, alles geschützt durch Schneckenkrägen, weil sonst gibt es keine Ernte. Und rechts daneben eine Gurke, das sollte eigentlich eine
alte Rarität sein, die bei mir überhaupt nicht gekommen ist. Überall vertrocknet, sofort Mehltau und die Früchte selber nicht besonders zart im Geschmack. Also dieses Saatgut werde ich, glaube ich, den Hennen verfüttern. Viel besser gekommen ist dabei die Gurke aus dem Gartencenter. Die ist wirklich toll gewachsen. Da hatte ich ja in einem Topf 4 Pflanzen drinnen, die ich an verschiedenen Stellen des Gartens angebaut habe. Und alle tragen reichlich die Früchte, schön groß, schmackhaft, zart. Da hinten seht ihr meine Zucchini. Ich kämpfe noch mit dem Mehltau, so wie ihr alle vielleicht. Ich bin nicht sehr glücklich mit dieser Sorte. Sie wuchert unglaublich, also sie wird riesengroß und trägt nur wenig Früchte. Habt ihr da vielleicht eine Sortenempfehlung für mich? Bitte in die Kommentare. Für nächstes Jahr wäre ich sehr froh. Und dahinter ganz viel Karfiol, der wächst hier richtig gut. Das ist die sonnigste Stelle in meinem Garten, da konnte ich schon ernten. Und hier zwischen dem Karfiol habe ich noch ganz ein spezielles Gewächs entdeckt. Ah! Okay, hallo Luki, entschuldige die Störung. Immer mit dabei und erkennt die besten Schattenplätze. Mit Brokkoli habe ich ja überhaupt keine Erfolge, aber Karfiol wächst wirklich gut bei mir. Hier vorne die Neckarkönigin, die Bohne, die sind jetzt auch Gott sei Dank endlich in die Gänge gekommen, obwohl sie bei mir nie so reichhaltig trägt. Da ist die Blauhille, die ihr im Hintergrund seht, ein wahrer Massenträger. Sie braucht zwar ein bisschen, sie trägt immer erst im späteren Sommer, also Ende August, aber dann bis in den Oktober hinein und unglaublich reichtragend und sehr schmackhaft. Nächstes Jahr glaube ich wirklich viel mehr von der. Da sind ja meine Tomaten an der Mauer und hier ganz links im Bild seht ihr ja den Gewürzfenchel, der jetzt dann schon in die Samenbildung gegangen ist. Immer noch eine Nahrungspflanze für die Raupe des Schwalbenschwanzes, deswegen schaut sie so ein bisschen zerfressen aus, aber dafür habe ich sie ja gepflanzt. Auch meiner Himbeerecke geht es wirklich gut, da nasche ich zwischendurch immer einmal. Sie geben noch nicht so einen großen Ertrag, da ich sie ja erst im letzten Jahr gepflanzt habe. Es tummeln sich wahrlich die Bienen und die Hummeln hier und die Früchte sind großartig. Das Tolle ist ja, dass diese Pflanze ein Two-Timer ist. Das heißt, sie trägt an den diesjährigen und an den letztjährigen Trieben Früchte. Schön, dass ihr heute mit dabei wart bei dem Gartenrundgang durch den Küchengarten. Er macht mir momentan eine unglaubliche Freude. Es ist alles so satt und grün und es gibt so viel zu ernten und zu sehen. Auch die Nützlinge fliegen wieder, die Bienen, kleinen Wespenflor fliegen. Da zahlen sich meine ganzen Maßnahmen endlich aus. Ich bin wirklich sehr froh darüber. Lasst mich doch gerne unten in den Kommentaren wissen, wie es bei euch in den Gärten läuft, ob ihr auch so viel Schönes zu erleben und zu sehen und zu ernten habt. Alles Liebe an euch und bis nächste Woche hier bei mir im Küchengarten. Mhm.